Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent und heute möchte ich mich mal über ein Thema unterhalten, welches mir seit dem letzten Gwent Open so ein bisschen im Kopf herumschwebt und zwar der Frage, ob Gwent durch Thronebreaker nicht ein wesentlich erfolgreicheres Kartenspiel wird. Dabei sei gesagt, dass Gwent momentan, weiß Gott, kein schlechtes Kartenspiel ist. Es ist sogar das Kartenspiel, was ich momentan am liebsten spiele. Allerdings gibt es momentan auf dem Online-Kartenspielmarkt sehr viele Spiele, die alle auch einen sehr guten Job machen, wenn nicht leider momentan teilweise einen etwas besseren Job machen als Gwent. Zum Beispiel Hearthstone. Hearthstone sollte jeder kennen. Es ist, glaube ich, aktuell das bekannteste Online-Sammelkartenspiel. Magic the Gathering, das Urgestein aller Kartenspiele, hat jetzt auch ein Online-Kartenspiel entwickelt, das sich momentan leider noch in der Closed-Beta-Phase befindet. Oder zum Beispiel auch Shadowverse, einem Kartenspiel, was vor allen Dingen im asiatischen Raum sehr gerne gespielt wird. Es gibt natürlich noch weitaus mehr, aber ich will jetzt nicht alle aufzählen. Hallo und herzlich willkommen zu 50 Minuten. Ich zähle alle Kartenspiele auf. Der Markt ist halt also momentan von Online-Kartenspielen sehr überlaufen und CG Projekt Red ist natürlich noch ein relativ kleines Unternehmen, das, naja, nicht wirklich Erfahrung hat in Sachen Online-Kartenspielen und sich momentan relativ schwer gegen die ganzen Konkurrenten tut oder sich allgemein momentan sehr schwer tut, sich durchzusetzen und sich aus der Masse hervorzuheben, obwohl Gwent meiner Meinung nach einige Spielelemente hat, die dieses Spiel wirklich einzigartig macht. Allerdings kennen wir CG Projekt Red auch nicht wirklich als eine Online-Kartenspielfirma, sondern als wirklich eine Softwareentwicklungsfirma, die besonders überragende Rollenspiele macht. Und genau das ist es, was Thronebreaker jetzt werden will. Also könnte Thronebreaker wirklich Gwent deutlich bekannter machen, obwohl es sich nur um eine Singleplayer-Version von diesem Spiel handelt? Naja, man muss jetzt erstmal gucken. Wir haben seit dem letzten Gwent Open, und das ist es, was mir eigentlich diese Frage in den Hinterkopf geschossen hat, haben wir ein paar Studioaufnahmen gesehen, die uns, naja, gezeigt haben und wo uns gesagt wurde, wie es momentan alles so um Thronebreaker aussieht, wie dieses Spiel momentan in der Entwicklung so ein bisschen aussieht und was alles für Thronebreaker geplant wird. Und dabei konnten wir halt die ersten Blicke auf so eine richtig große Spielwelt erhaschen, die sich wirklich wie ein gewaltiges Rollenspiel angeführt hat, was wahrscheinlich dann eben nur mit Karten gespielt wird. Und ja, in dieser Welt selber hat man dann wahrscheinlich eine sehr große Hauptquest. Allerdings haben sie auch gesagt, dass man Nebenquests haben soll, dass man NPCs haben soll, die in dieser ganzen Spielwelt vorhanden sein werden. Also alles im einen hört es sich wirklich nach einem wirklichen Rollenspiel an, welches allerdings im Gwent-Universum spielt. Und die Kämpfe werden wahrscheinlich nicht in Echtzeit ausgetragen wie in The Witcher 3, sondern ja, man wird sich mit Karten betteln, auf gut Deutsch gesagt. Alles im einen hört sich Thronebreaker also nach all dem an, wofür man CG Projekt Red immer so gelobt hat, nach einem wirklich fantastischen Rollenspiel mit einer gewaltigen Spielwelt und vielen Extras, die uns wirklich lange Stunden Spielspaß gönnen. Und das ist der Grund, warum ich mir ja gerade so diese Frage in den Hinterkopf baller, ob wirklich Thronebreaker für Gwent ein richtiger Durchbruch wird. Denn wir hatten Anfang des Jahres 2018, Ende 2017 ein Kartenspiel, was auf Steam für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, nämlich Slay the Spire. Viele werden Slay the Spire wahrscheinlich schon mal gehört haben. Wir haben es auch selber mal gespielt. Slay the Spire war ein kurzzeitiger, richtiger Hype. Aber das Besondere an diesem Spiel war, es handelt sich dabei um ein reines Singleplayer-Kartenspiel, in welchem man einfach nur sich durch einen Dungeon durchschlagen musste, der immer mehr zufällig generiert wurde. Das heißt, es war eher so ein Rogue-like PvE-Kartenspiel. Dieses Spiel hatte keinerlei PvP-Elemente, aber es bot trotzdem mehrere Stunden Spielspaß, auch wenn das Spielprinzip sich nicht wirklich verändert hat. Man hat sich eine Klasse ausgesucht, man hat sich durch diesen Dungeon gekämpft und man hat auf dem Weg immer weitere Karten gefunden oder Relikte gefunden, die natürlich solche Bonuseffekte hatten, wie man zieht mehr Karten. Allerdings gab es in diesem Spiel auch noch zusätzliche Herausforderungen, die dafür wirklich gesorgt haben, dass man auch nach mehreren Stunden im Spiel immer noch was zu knabbern hatte, die dieses Spiel wirklich über mehrere Stunden noch verbessert haben. Man hatte in diesem Spiel wirklich eine Herausforderung. Und mit Thronebreaker könnte Gwent genauso einen großen Erfolg feiern. Allerdings stelle ich es mir noch ein bisschen größer vor, denn wir haben es halt mit Thronebreaker nicht mit einem ganz normalen Roguelike-Spiel zu tun, sondern wir haben ja wirklich ein komplettes Rollenspiel mit kompletter Story und viele Möglichkeiten auch für die Zukunft.
Auch könnten Leute sich halt so wirklich für Gwent interessieren, die nicht wirklich was mit PvP-Kartenspielen anfangen können, weil es ihnen vielleicht zu dröge oder zu langweilig ist. Aber so ein komplettes Singleplayer-Kartenspiel ist das, was momentan auf dem Markt nicht wirklich vorhanden ist. Es gibt sehr viele Online-Sammelkartenspiele, die einfach nur PvE machen, wo man gegen andere Spieler antritt, aber wirklich so eine komplette Singleplayer-Story ist was komplett Einzigartiges. Und das ist der Grund, warum ich glaube, das hört sich jetzt ziemlich doof an, aber das ist jetzt meine Ausdrucksweise, warum Gwent halt durch Thronebreaker einen besonderen Erfolg feiern kann. Dabei sollten wir allerdings nicht vergessen, dass Gwent auch noch, so wie wir es aktuell kennen, als gesondertes Free-to-Play-Spiel bestehen bleibt. Und wir werden wahrscheinlich in der Gwent-Version, wo wir gegen andere Spieler spielen, auch noch mit neuen Erweiterungen und neuen Inhalten zu tun haben. Ja, das ist halt so der Gedanke, der seit dem letzten Gwent Open, seitdem ich diese riesige Spielwelt gesehen habe, so ein bisschen im Hinterkopf besteht. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Glaubt ihr, Thronebreaker hilft Gwent dazu, aus der Masse herauszustechen und mehr wohlverdiente Aufmerksamkeit zu bekommen, auch wenn momentan nicht alles wirklich rund läuft? Glaubt ihr, Thronebreaker wird floppen? Was haltet ihr von dieser ganzen Theorie, von dieser ganzen Frage, ist Thronebreaker wirklich das, was Gwent jetzt wirklich nach vorne treiben wird, oder wird es einfach nur so ein schlechtes Rollenspiel und dem Ruf der Firma schaden? Das war's auf jeden Fall mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen und lasst uns von der Theorie hören, was ihr von Thronebreaker haltet. Bis zur nächsten Folge, haut rein und ciao.